So, das heutige Video dreht sich um die Knoblauchpaste. Da wollte ich eine grundsätzliche Idee dazu geben, wie man eine Knoblauchpaste machen kann. Mit einfachen Mitteln, schnell, leicht. Das kann wirklich jeder. Die ist auch irre schmackhaft. Kann man quasi zu allem dazu machen, wo man, sag ich mal, den Knoblauchgeschmack haben möchte, ne? Und ja, da gehe ich dann gleich mal in die Vollen. Werden wir für die Knoblauchpaste brauchen, ne? Ja, Knoblauch, eine Aubergine und Öl. Da werde ich noch ein paar, ich habe hier in meiner tollen Büchse noch ein bisschen Kräuter übrig. Ich werde noch getrocknete Kräuter zu machen. Und das sind die Bestandteile von einer Knoblauchpaste, ne? So wie ich sie machen würde. Im Grunde genommen ist es ganz einfach, wir schneiden hier das Ende von der Aubergine ab. Ja, der Vorteil von der Aubergine ist, dass sie quasi geschmacklos ist. Ne? Wer das jetzt hier ein bisschen, kann das kurze Ende auch noch abfriemeln. Ist eigentlich nicht notwendig. Dann wird die einfach nur halbiert. Und dann der Bodenzauber auch schon fast vorbei. Das würde dann so aussehen. Hier sieht man die Kerne, die wollen wir dann später nicht haben und die müssen wir rauskriegen. Also ist es relativ schwierig und so ist eine Paste auch wenig geschmacklich. Ne? So, zur besseren Haltbarkeit, also auf dem Blech das hier noch ein bisschen abschneiden will, der kann das machen. Ist aber nicht unbedingt notwendig, weil die nach einer gewissen Zeit die Stabilität an der Schale verliert und dann sowieso absacken wird. Na, also wichtig ist nur, dass man die halt nicht auf dem Backblech fertig backt, da, ne, dass es anpackt. Dann brauchen wir noch Knoblauch. Ja, den machen wir möglichst fein, sag ich mal. Knoblauch habe ich schon draufgepackt, das zeige ich gleich noch. Hier wird noch ordentlich Salz drauf gemacht. Ja, was ich gesagt habe. Dann Kräuter drauf machen. Das braucht jetzt nicht unbedingt bombastisch viel sein. Ja, aber das muss richtig schön reinziehen. Und dann werde ich hier gleich noch ein bisschen Alufolie drauf machen, damit das schön dämpfen kann, ne, im eigenen Saft quasi. Also würde das erstmal aussehen, ne? Hier gehe ich mal richtig ran hier. Da ist ja Knoblauch, ne? Salz, Kräuter, ist alle drauf. Dann haben wir die hier quasi ohne anzubraten schon voraromatisiert, ne? So, die sind jetzt hier schön in von Aluminiumfolie bedeckt, die Auberginenhälften, ne? Und dann kommen die in den Herd erstmal. Auf das Backblech habe ich jetzt hier noch ein bisschen Wasser reingemacht, ne? Also wirklich so ein kleines Glas, dass die schön dämpfen können, ne? Und das werde ich jetzt bei Pi mal Daumen 150 Grad, werde ich das jetzt einfach Umluft laufen lassen. Ne? Das sieht man jetzt nicht so pralle. So, wie gesagt, 150 Grad und dann werde ich ab und zu gucken, wann die Auberginen warm sind, weich sind. Die Aubergine ist jetzt hier, da sieht man es, die ist schon, sag ich mal, ja, 15 Minuten hier drinne. Die braucht aber noch. Ne? Also das dauert wirklich eine Weile, bevor man das hier vernünftig über die Bühne geschaukelt hat. Die Auberginenhälften habe ich rausgenommen. Ne? Die sind jetzt wirklich weich, wird man die drinne. Halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Pi mal Daumen, dann sieht man hier, kann man richtig drin rumpulen. Das ist das, was wir am Ende brauchen. Ne? Die Schale brauchen wir nicht für unsere Knoblauchpaste, aber den Rest. Ne? So, dann geht es gleich weiter. So, ich habe jetzt die Aubergine von der Haut befreit. Die habe ich jetzt mal da hingelegt. Ne? Das sollte man machen, wenn relativ warm ist noch, sage ich mal. Also nicht, wenn es kochend heiß aus dem Herd kommt. Ne? Aber wichtig ist, dass die Haut abgemacht wird, also am Anfang. Jetzt kommt der Trick bei der ganzen Sache. Ja, da müsst ihr diese komplette Masse hier einfach nur durch ein Sieb streichen. Ja, das ist erstmal alles. Hier so ein Kartoffelstampfer, da werde ich das erstmal probieren, ob ich das vernünftig durchkriege. Das kann eine Weile dauern. Weil man presst hier ja eine komplette Aubergine durch, ne? Und
geht natürlich erstmal mit der Flüssigkeit einher. Fakt ist aber natürlich, dass die Kerne drin bleiben werden, also im Sieb. Na, das wird jetzt auch nicht die Riesenmasse, das ist nur ein Beispiel, ja, wie man das machen kann. Also eine kurze Basisanleitung, mit der die Masse ist natürlich jetzt zu wenig, aber grundsätzlich ist die Technik trotzdem immer die gleiche. Na, wie man sieht, hier hat sich das alles unten am Sieb gesammelt. Das kann alles reingemacht werden in die Paste. Na, die Paste ist auch je nachdem, ob man die Schale vorher abgemacht hat von der Aubergine oder nicht, ist die halt natürlich eine entsprechende Farbe. Ne? Also wenn man die Paste heller haben möchte, dann darf man natürlich die Aubergine nicht mit der Schale in den Ofen machen. Ja, ich wollte dir jetzt aber erstmal grundsätzlich zeigen, ja, es geht nur um die Mechanik dahinter. Ne? Es geht jetzt nicht darum, jetzt filigrane Sterneküche zu machen. Ne? So, hier nochmal ein Anblick von oben, das ist die Paste. Wie gesagt, die ist schön dick. Je nachdem, man muss gucken, dass man halt nicht zu viel Öl raufkippt auf die Aubergine. Ja, Fett ist zwar ein Geschmacksträger, aber am Anfang darf man nicht zu viel Öl drauf machen. Nur so ein bisschen, dass die Kräuter und der Knoblauch ein bisschen haften bleiben. Ne? Die Paste werde ich jetzt noch in der Pfanne ein bisschen entfeuchten quasi, also das Wasser rausbraten, damit das richtig schön anzieht und dann wird das mit dem Geschmack noch mal stärker. Ne? Also hier sehen wir, dass die Paste noch ordentlich Dampf lässt. Das muss rausreduziert werden. Ne? Dann ist sie ein bisschen fester, länger haltbar. Ne? Dann nochmal schön durcherhitzt wird über den Siedepunkt und das ganze Wasser, was die Lebensmittel schneller schlecht werden lassen kann, aber nicht muss, es kommt dann raus. Ne? Du riechst mal richtig den Knoblaucharoma, das ist so intensiv in der Paste. Und wenn man das jetzt reduziert, wird es natürlich noch intensiver. Ne? Dass man das verpackt. Ja. Die kannst du dann hier als Brotaufstrich nehmen oder zum Aromatisieren von allen möglichen Zeugen. Ne? Also das ist wirklich intensiv, ne? Wenn man das jetzt hier so in der Pfanne hat. Ich habe jetzt hier so einen Holzspatel genommen, damit man die auch wirklich in der Pfanne rumkratzen kann und halt das bestmögliche Ergebnis kriegt, damit hier auch ordentlich das Wasser rauskommt. Ne? Man sieht mal, hier wird das extrem feucht alles noch. Ne? Ja, wenn man sich dann fragt, warum die Knoblauchcreme zu teuer sind, naja, dann hat man jetzt einen kleinen Einblick bekommen. Also wenn man das vernünftig macht, ist egal, welche Basis man jetzt hier benutzt, das ist teuer. Ne? Also du kannst mit Knoblauchcreme natürlich auch zusammenleiern, ne? Aus Granulat und so weiter, aber wenn man das selber macht, dann ist das dann schon nicht mehr so einfach. Ne? Hier sieht man das, na, das lässt sich schon schwenken, bedeutet das, da ist die Feuchtigkeit raus. Also wenn sich das schwenken lässt, dann ist wie bei jeder anderen Masse, wenn sich das schwenken lässt, dann hat man kaum noch Flüssigkeit drin, ne? Dann ist es fertig. Ja. Rest vom Schützenfest, ja? So würde die Knoblauchcreme bei Aubergine aussehen. Ne? Man könnte das hier noch anders machen, eine Joghurtbasis, Mayonnaise-Basis, wobei das dann Creme ist. Ne? Hier ist es eine Paste, ist wirklich eine Paste, weil das halt sehr fest ist. Aber das ist halt dann der kleine feine Unterschied. Ne? Das wollte ich halt nur zeigen, wie man eine aromatisierte Paste machen kann. Ne? In dem Fall halt mit Knoblauch. Also ich hoffe, dass das hilfreich war mit der Knoblauchcreme. Ne? Die schmeckt so ein bisschen leicht nach Aubergine. Ja, ist sehr stark reduziert quasi der Geschmack. Sonst würde das eigentlich nur noch Knoblauch schmecken. Hat aber einen sehr starken Knoblauchgeschmack in dem Fall. Na, ist schön cremig, na, ist nicht viel rausgekommen, ist ja normal, wenn man das so stark reduziert. Aber grundsätzlich ist es dann natürlich zum Aromatisieren von quasi allem möglich, was man halt mit Knoblauch so einstreichen würde. Ne? Gut. Dann danke erstmal für Zuschauen und bis bald.